Sophie Gall ist eine der bedeutendsten Künstlerinnen der Gegenwart, die sich schon immer in diesem Spannungsfeld zwischen Fotografie, Bild und Text bewegt hat. Dazu kommt, dass sie konzeptuell sehr stringente Arbeiten entwickelt, die aber immer einen großen Zauber in sich tragen. Ich kann mir vorstellen, dass es für viele Besucherinnen und Besucher eine herausfordernde Ausstellung ist, da sie einen auch auf sich selbst zurückwirft. Und man nimmt tatsächlich teil an sehr persönlichen Momenten. Man wird Teil einer Erzählung. Und das ist sicher etwas, was im aktuellen Ausstellungsbetrieb nicht permanent der Fall ist. Les Aveugles ist eine Werkgruppe, die Porträts zeigt, alternative Porträts und tatsächliche Porträts von Menschen, die über kein Augenlicht verfügen. Und Sophie Gall hat diese Menschen zu Schönheit befragt. Was ist für sie schön? Was bedeutet Schönheit? Eines meiner Lieblingsbilder zeigt ein Porträt eines Kindes und dieses Kind erwähnt, dass Schafe für ihn schön sind oder für sie schön sind, die Mutter und Alain Delon. Und es ist diese sehr spontanen Aussagen zur Schönheit, die man nachvollziehen kann oder nicht. Ich denke, wir als Sehende kommen stark an unsere Grenzen, was diese Wahrnehmungsfrage betrifft. Es ist eine Arbeit, die einem sehr nahe geht. Und für mich war zum Beispiel zentral, dass wir diese Arbeit in Winterthur zeigen können. Sophie Gall ist eine Meisterin des Offenlassens von Leerstellen. Und dieses Offenlassen von Leerstellen bietet ungeheuer viel Potenzial für die eigene Interpretation und auch das Ausleben eigener emotionaler Zustände. Musik.